Dreister geht es kaum, hier gibt sich ein Gaffer als Gutachter aus. Der Nordring in Nürnberg. Als ein Hyundai-Fahrer verbotswidrig wendet, kann ein nachfolgender Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der 32-Jährige rast mit seiner Maschine in das Auto, wird durch die Luft geschleudert und landet auf der anderen Straßenseite. Der Biker kommt mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, ebenso wie der leicht verletzte Hyundai-Fahrer. Und dann das. Während die Polizei die Unfallstelle sichert und Zeugen befragt, taucht auf einmal ein Mann auf und macht Fotos. Auf Nachfrage gibt er sich als Gutachter aus. Eine dreiste Lüge. Die Beamten warten zwar auf einen Sachverständigen, doch den kennen sie in der Regel. Und diesen Mann kennt hier niemand. Sofort greift eine Polizistin ein, kontrolliert die Personalien des Mannes und fordert ihn auf, die eben gemachten Fotos zu löschen. Ich habe ein Recht. Erst wenn Sie es gelöscht haben. Was habe ich gelöscht? Die Bilder. Habe ich doch gelöscht. Sie haben aber die Daten nicht zurückgesetzt. Ich habe alle Bilder gelöscht. Nein, Sie wollten die Daten. Was machen Sie jetzt für einen Unfug? Was ich für einen Unfug mache? Ja. Sie stellen sich an die Unfallstelle und machen Bilder. Warum wenn die Bilder nicht aus dem Netz gelöscht Ordner nicht es gibt keine offensichtlichen Bilder oder irgendwelche Verbreitungen. Das war nur für mich als Sicherheitsberater. Ein weiterer Beamter kommt dazu und stellt sicher, dass die Gafferbilder auch wirklich und endgültig gelöscht werden. Erst dann kann der Mann den Unfallort verlassen. Von Einsicht allerdings keine Spur, der Crash hätte ihn einfach interessiert. Sie fänden es auch okay, wenn es ein Familienangehöriger von Ihnen wäre, dass dann ein wildfremder Mann herkommt und Fotos macht, wäre okay. Weil er vielleicht ermitteln möchte. Er möchte ermitteln als Privatmann. Ich darf da nicht mehr sagen. Und wieso haben Sie sich denn falsch ausgegeben vor der Polizei? Keine Ahnung. Das wissen Sie nicht? Nein. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen. Auch ob der Gaffer mit rechtlichen Konsequenzen rechnen muss, ist unklar.